free and alternative method. That is to stockpile semen. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Howdy ho, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres winterlichen Weihnachts- und Medienpodcasts voll in die Presse. Frisch in den Januar starten wir durch in der trauten Runde, im trauten Heim kann man inzwischen schon sagen, dem Beef Hole. Und eben jener sitzt mir auch zu meiner Rechten. Herzlich willkommen in deinem eigenen Haus, Beef Rogers. Hallöchen. Ihm gegenüber, wie immer, süffisant lächelnd. Ein feines Lächeln umspielte seine Lippen. Prollo Ferrari. Dein Haus ist mein Haus. Und immer noch bestens gelaunt, auch im neuen Jahr. Das wird das Jahr des Herrn Sommer. Herzlich willkommen in der Runde. Schnackselt beim Herrn Sommer. So, und ich habe die Jungs gerade schon geschockt. Denn sicherlich wisst ihr da draußen ganz genau, was der Ben Cartwright im letzten Jahr für eine Hausaufgabe verteilt hat. Meine lieben Mitstreiter leider nicht mehr. Ich hatte nämlich gefragt, was war euer Thema des Jahres 2021? Und es darf nichts mit Corona, fuck you, nichts mit Hochwasser, leider, leider, und nichts mit, ich weiß gar nicht, was war das dritte, Klimawandel zu tun haben. Also irgendwo miteinander verbunden. Was wäre es denn, Herr Sommer? Du kannst doch bestimmt ganz spontan einen aus der Hüfte schießen. Nee. Da muss ich jetzt echt sagen, da muss ich tatsächlich in mich gehen. Aber ich habe ja jetzt noch 90 Minuten. Nein, 60. 2 Stunden. Nee, aber Herr Prollo Ferrari guckt so, als ob er eine Idee hätte. Ich wollte auf jeden Fall meine Aufgaben besser nachhalten in diesem Jahr. Ich habe also tatsächlich so ein Thema, vielleicht nicht das Thema, aber so eins der verschiedenen Themen, die sich da so läppern, ist definitiv das Thema Spielplatz. Ich habe unfassbar viel Zeit auf Spielplätzen rumgestanden, meistens auf demselben bei uns. Mhm. Und vorzugsweise so am späteren Nachmittag, ja, wenn die Kita vorbei ist, sofern sie nicht aus Gründen ausfällt, dann steht man da auf dem Spielplatz und langweilt sich mit dem Handy oder spielt sogar mit dem Kind dann. Was ja in der Regel dann auch Spielkameraden innen hat. Ja. Und ist jetzt nicht so unterhaltsam, aber für mich war es ja auch nicht so ein Medienthema, aber ich hatte ja gesagt privat oder in den Medien. Nee, das war ja privat. Hausaufgaben. In den Medien, bringt er denn da auch Schnaps am Spielplatz? Da wird tatsächlich, mittlerweile hat sich da so eine, am Nachbarschaftsspielplatz so eine halbalkoholisierte Nachbarnrunde gebildet, die irgendwie, ich glaube, außer montags oder Dienstag, wenn nichts weg muss, auch Weißwein trinken. Da ich aber keinen Weißwein trinke, zum Glück, bin ich da tendenziell außen vor. Also mitunter gab es jetzt im Dezember auch durchaus mal Glühwein. Ja, das ist schon ein spezielles Ründchen da. Schöne Grüße. Und müsst ihr auch ab und zu mal so ein paar Kläffer oder ein paar Junkies vertreiben? Nee, Junkies haben wir eigentlich nicht. Also es hat tatsächlich mal irgendeine Katze richtig schön mitten auf den Sandspielplatz geschissen. Und das haben wir aber erst gemerkt, als eins der Kinder damit ankam. Ihr seid mit Kindern am Spielplatz. Ach so, das hat ich jetzt war mir gar nicht bewusst. Wir saufen doch nicht da und lassen unsere Nadeln da liegen auf dem Spielplatz. Ich dachte irgendwie neutraler Trinkort. Nee, den Kindern gefällt es. Und man selber hat ja dann nachmittags auch nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und tatsächlich auch so bei mittleren Temperaturen eine Tätigkeit, die ich nicht empfehlen kann. Aber ja, das ist jetzt frische Luft. Natürlich eine hohe Latte, die du hier gelegt hast. Ja. Wahnsinnsthema. Beef Rogers, kannst du das noch toppen? Ist eher so eine Fußmatte. Es geht ja aber in eine ähnliche Richtung. Also ich habe so ein bisschen tatsächlich die Wertschätzung der Zeit irgendwie ist für mich so das Thema. Das ist so ein bisschen aufgepoppt im letzten Jahr, finde also ich. Der Zeit als solches, nicht der oder Zeitung. Der Zeitschrift. Nee, der Zeit. Also nicht der Zeit als Zeitung oder die Wochenzeitung quasi, sondern die Zeit als solche, dass man da einfach sonst auch früher noch viel mehr so drüber gegangen ist und das irgendwie nicht so wahrgenommen hat. Und das war für mich so ein bisschen, für mich so selbst so eine Art Wandel, dass man da den Dingen mehr Wertschätzung entgegenbringt. Also nicht den Dingen, sondern der Zeit als solchen oder der Nutzung der Zeit. Und da geht es mir gar nicht um möglichst effizient oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Also das kann auch durchaus Entschleunigung sein. Also eher so dieses bewusste Wahrnehmen von Zeit.
für mich ist das Thema Zeit jetzt in dieser Corona-Zeit eher so ein Ding geworden, dass man halt nicht weiß, wie viel Zeit man noch hat. Und ich habe so das Gefühl, ich verpasse gerade ganz viel. Aber das war schon immer mein Problem. Ich will reisen, ich will irgendwie wieder raus, Konzerte mit dir besuchen und mit dem Sommer ins Fußballstadion gehen und. Und all das ist alles so negativ behaftet, wenn man es denn macht. Ich mache es halt nicht. Ich starte jetzt in Urlaub 2 Wochen, wollte irgendwo in die Sonne, mach's jetzt mal nicht, weil da die Omikron-Wand vor der Nase steht und ich da jetzt auch irgendwie denke, ah, komm, lass es noch sein und so. Aber das, so geht das jetzt halt schon echt lange und insofern, ich habe das Gefühl, die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern eher. Also, insofern schließt sich ja jetzt, ohne den Sommer ausklammern zu wollen, aber da schließt sich gerade so ein Kreis, ja, weil auf dem Spielplatz steht die Zeit nämlich auch still. Ja, wenn man Kinder lässt, sind ja auch da stundenlang mit irgendwas beschäftigt und man geht so in sich, wenn man nicht irgendwie wegen Eis angehauen wird oder so. Ja, Kinder entschleunigen sehr, aber das ist halt auch manchmal, manchmal hat man das Gefühl. Außer sie müssen Pipi oder solche Dinge, dann muss es immer plötzlich schnell gehen. Aber tatsächlich, ja, die Zeit. Aber jetzt, wo ihr gesprochen habt, ist mir auch tatsächlich ein, glaube ich, gutes Stichwort oder Thema eingefallen. Und zwar, das würde ich eher mit der Überschrift Familie überschreiben, wobei Familie nicht so die kleine eigene Familie ist, sondern eher so der größere Kreis, weil es darf ja nichts mit Corona zu tun haben, hat es auch nicht unmittelbar, nur so indirekt, aber die Begegnungen, sozialen Begegnungen sind ja alle, wie der Ben jetzt eben auch eben sagte, weniger geworden, was da dann mehr Gewicht gewonnen hat auch, weil ich als hier Bonner auch viel Familie hier hab, ist, dass du deine Familie neben dem Podcast natürlich dann als mehr oder weniger hauptsoziale Kontakte hattest. Und wir hatten auch zwei größere Familienfeiern, wo dann auch die sozusagen abhanden gekommene Familie, die nicht in Bonn lebt, dazu gekommen ist, was ein richtiges Ereignis war. Also wirklich, also es hat sich richtig toll angefühlt. Ich meine, die Familientreffen bei uns sind immer sehr schön. Aber es war in dieser Zeit also so richtig was Besonderes auch für mich. Ich habe auch in dieser Zeit, da habe ich dem Ben Cartwright auch schon von erzählt, auch Sachen familienbezogen neu erfahren. Mein Onkel, der Ben Cartwright weiß, dass der war ja Fußballprofi, der ein Jahr beim FC gespielt und dann war er in Belgien Profi. Und ich als Köln-Fan habe immer nur dieses FC-Jahr im Kopf gehabt. Und er hat dann aber mal, mein Onkel, eine Kiste Fotos mitgebracht. Und da geht es eigentlich nur um die Belgien-Zeit. Und da ist eine Zeit, also mehrere Fußballjahre, die mir immer eine sehr abstrakte Größe wurden plötzlich nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten ich stolz auf meinen Onkel bin, wie sonst was, wurden plötzlich mit Leben gefüllt. Sensationelle Fotos von Sportfotografen, die richtig hinterm Tor standen, wie er irgendwie, keine Ahnung, dem Jean-Marie Pfaff einen reinhaut. Nicht ins Gesicht, sondern ins Tor. Ja, also ich will es jetzt nicht zu breit machen, aber es war ein Jahr, dass ich, was so ein Highlight oder so eine besondere Überschrift haben dürfte, was ich mit Familie überschreiben würde. Ah. Jetzt habt ihr mich geschickt, obwohl ihr gar nicht euch vorbereitet habt, ausgekontert, weil ihr jetzt alle so Metathemen hier gebracht habt und die Kinder auf dem Kinderspielplatz, die Zeit, die Familie. Ich hatte mich ganz profan langfristig eben auf dem Weg hierher vorbereitet und hatte für mich eigentlich, das hatte ich aber schon so ein bisschen im Hinterkopf, so als Medienthema des Jahres oder Ereignis des Jahres ein Event vom Anfang des Jahres ausgemacht, nämlich die ganze Zeit rund um die Wahl des US-Präsidenten, weil ich mich daran erinnerte, wie mich so eine Nachricht, es gibt so viele Nachrichten momentan, die einen irgendwo beunruhigen oder irgendwo vom Glauben abfallen lassen, aber das war wirklich direkt ganz am Jahresbeginn etwas, als ich mir das angeschaut habe, wo ich dachte, das kann echt nicht sein. So, die schimpfen sich so immer als älteste Demokratie der Welt und was sie alles stolz auf ihr Wahlsystem und so sind.
und dann wiegelt der Präsident zum Sturm auf das Kapitol auf, da kommen sogar Todesfälle dann passieren und noch schlimmer, in der ganzen politischen Aufarbeitung wird er dann auch noch komplett fallen gelassen oder kommt keine Zweidrittelmehrheit zustande, um den eines Amtsenthebungsverfahrens dazu unterwerfen. Also diese ganze Zeit, Trump-Zeit, die wir auch häufig diskutiert haben, die auch immer so ein bisschen mein Thema war, die mündete dann auch noch in diesem High-Low-Light, dass ich fast gar nicht glauben kann. Selbst heute, ich habe das jetzt extra nochmal gelesen, so die Ereignisse, wie die sich da aufbauten. Und dann geht das einfach weiter. Und was da für ein Schaden eigentlich entstanden ist, das mag man gar nicht sich vorstellen. Und dann denkt man, ja, okay, die Amis, ne, die sind ein zerrissenes Land, bla und blub. Aber das haben wir hier genauso mit den Spaziergängen auf der Straße. Ich will, wie gesagt, nicht auf das Thema, warum die auf der Straße sind, eingehen. Aber auch hier hat man das Gefühl, auch untersagt. Die Gesellschaft wird immer gespaltener. Und ein ganz wichtiger Punkt, und das ist der Brückenschlag zu unserem Podcast, sind dabei die Medien und insbesondere die sozialen Medien und die ganzen Möglichkeiten, die das bietet. Also früher galt mal die Presse so als die vierte Gewalt. Ich finde diese, das war ja im positiven Sinne gemeint, ne, neben der, als dass sie eine Rolle bei der Gewaltenteilung und auch bei der Korrektur von Missverhältnissen spielen, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Die Medien, zumindest in Amerika, wenn du so Fox News und sowas anguckst, die sind ja eher ein Unruhestifter vor dem Herrn und das alles gedeckt durch die Pressefreiheit. Da möchte ich tatsächlich auch, und das ist nicht unbedingt auf US-Medien oder sonst was bezogen, da möchte ich Anschluss nehmen, auch wieder mit so einem Metathema. Die Medien, die sich einerseits beschweren, dass die Leute wie auch immer es genannt wird, so irgendwelche Pseudo-Telegram-Gurus für wichtiger nehmen und sich da irgendwie so auf den Schlips getreten fühlen, gleichzeitig aber auch zunehmend scheiße werden. Ja, das ist ja irgendwie, hat ja zwei Seiten der Medaille, ja, was irgendwie heutzutage für einen Dreck produziert wird, den man wahrscheinlich vor einer Zeit noch nicht mal für Geld gedruckt hätte. Ja, das hat teilweise so Anzeigenblättchen-Niveau. Und da finde ich, begegnen sich zwei Lager, die mit ihrer Kritik möglicherweise jeweils gar nicht so Unrecht haben. Also das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, jetzt irgendwelche abgehobenen Hirnis, die glauben, dass sie irgendwie durch das, was sie da auf sonst wo lesen, besser informiert sind als vorher und dann sich selber für irgendwelche Wissenschaftler noch halten, womöglich im Extremfall. Nur das, was halt in der Medienlandschaft geboten wird, sofern es denn nicht mittlerweile hinter Paywalls verschwunden ist, ist halt äußerst dürftig, ja. Und selbst die ein oder andere Paywall, die ich mal so im Rahmen von Probeabos sozusagen für mich geöffnet habe, das war jetzt auch nicht so der Knaller, ja. Man, ist jetzt nicht so das Thema des letzten Jahres, das zieht sich ja schon einige Jahre hier, dass irgendwie die Überschrift dann alles ist, ja, so Clickbait als Stichwort, das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, ja, aber irgendwie, es wird sich beschwert über die Leute, die die Medien nicht ernst nehmen, die Leute beschweren sich über die Medien und auf beiden Seiten gibt es halt Entwicklungen, wo man sich an den Kopf fasst. Da bin ich völlig bei dir, Brollo, aber eine Sache möchte ich noch, was gerade eben auch Ben eben auch sagte, also ich würde jetzt tatsächlich, gerade weil jetzt relativ aktuell ja auch diese Zahlen in den USA noch sind, dass ja nach wie vor ungefähr 40% der Amerikaner glauben, dass die Wahl gestohlen wurde etc. Also das 40%, das ist eine riesige Zahl und im Verhältnis dazu laufen hier halt von mir aus zusammengerechnet irgendwie 500.000 Querdenker rum. Das ist schon nochmal eine andere Dimension, würde ich jetzt da sagen. Also ich finde halt, da muss man schon so ein bisschen die Verhältnisse irgendwie klären. Also ich bin, was diese amerikanischen Verhältnisse angeht, völlig dabei, dass das erschreckend ist, wie das da abläuft und dass da auch die, also dass man immer mehr auch das Gefühl hat, und das geht dann, glaube ich, auch dann so ein bisschen in den Schulterschluss mit dir, Prollo, dass also man ja selber völlig verunsichert ist, welche Medien da überhaupt noch seriös arbeiten und wie man da bestimmten Nachrichten trauen kann oder eben nicht oder ob eben alles dann irgendwie, wie Fox da so ein Sender ist, die halt ganz klar eine Marschrichtung haben und da nur senden, was ihnen gefällt und auch sonst irgendwie
extrem selektieren und massiv zuspitzen. Ja, aber die verbreiten ja falsch, ja, also genau. verbreiten ja bewusst falsche Nachrichten, ja, und dürfen das dann noch von der Pressefreiheit gedeckt sein. Ja, ja, und der Witz. Und ein Präsident, der aufwiegelt, darf das dann noch sozusagen ungestraft vielleicht in 4 Jahren oder in 3 Jahren weitermachen, weil sich keine Mehrheit findet, ein im Endeffekt, man kann es ja nicht anders sagen, ein Anstifter für Verbrechen, Kapitalverbrechen wie Mord oder zumindest in der weiteren Folge, die dann da passierten. Muss man mal vorstellen, der Scholz, der ruft hier zum Sturm auf dem Reichstag an, da werden 5 Leute umgebracht. Haben wir schon hier diskutiert in dem Podcast, um mal wieder selbstreferenziell zu sein, aber es schockiert mich nach wie vor und deswegen bin ich dann irgendwie bei dem Thema hängen geblieben als Thema des Jahres. Ja, also ich will auch nur abschließend, dann können wir gern hier dein giftgrünes Zeug uns zuführen, was du da gerade eingeschenkt hast. Das habe ich ja noch gar nicht vorgestellt. Aber das ist eigentlich für Pferde. Ich möchte gerade noch anschließen an hier auch Prollos Fundamentalkritik an Medien und so weiter und was ihr da insgesamt gesagt habt. Der Witz ist aber doch der, dass diejenigen, die sich am lautesten über die Medien und über das, was da angeblich alles falsch läuft, beschweren, sind dann die, die sich auf irgendwelchen irrwitzigen Telegram-Kanälen, wo Leute teilweise sich selbst für einen Fernsehkanal halten und dann irgendwie einen Nachbarn vor die Kamera holen, der dann irgendwie mal eben die Corona-Zahlen eben richtig interpretiert und nicht so wie Herr Drosten, ja, die sich da also wirklich so ein Paralleluniversum selbst basteln, sich da gegenseitig immer die Sachen bestätigen, die sie vermuten, die alle falsch haben. Das ist ja der Witz hoch 10, ja. Ich meine, man kann ja wirklich viel meckern über, was der Prollo auch gesagt hatte, über das Niveau und so weiter. Aber der Witz ist doch, es ist genauso, als wenn jemand, der auf Homöopathie schwören würde, dann jetzt sagt, die Impfung wirkt aber doch gar nicht, ist gar nicht nachweisbar. Ja, aber also, weißt du, womit das in meinen Augen zu tun hat? Das ist doch, weil du heutzutage ganz einfache Mittel hast, du kannst Fernsehen machen mit YouTube, mit TikTok, du kannst Fernsehen machen. Und warum wird es dem normalen Fernsehen gleichgestellt von vielen Leuten? Weil ja die Öffentlich-Rechtlichen und alle möglichen sind ja auch längst auf den Handys. Ich sehe ganz viele Leute, die gucken Fernsehen nur noch mit dem Tablet. Und wenn sozusagen die ARD im Tablet stattfindet und gleichzeitig der YouTube-Kanal von dem durchgeknallten Nachbarn, der die Zahlen interpretiert, und das beides ist einigermaßen in einem gleichen qualitativ, jetzt von der Bildqualität, Format und so weiter. Es ist, früher war das so, boah, der ist in der Flimmerkiste, wow, das muss jetzt richtig und wichtig sein. Heute ist ja auch die Flimmerkiste in unseren kleinen Handys und damit sind auch alle anderen, die in den kleinen Handys sind, nicht gleich unwichtiger. Und ich glaube, dass gerade unsere Kinder das gar nicht mehr so richtig differenzieren, weil die informieren sich ganz woanders. Und wenn du dann auf den falschen YouTube-Kanal gehst oder den falschen TikTok-Stream oder was weiß ich, da diese falschen Sachen vorgestellt bekommst, dann nimmst du das ganz schnell für bare Münze. Und ich lese mir sehr gerne Kommentare in sozialen Medien durch von so durchgeknallten Verschwörungstheoretikern und bin immer überrascht, dass da so viel Zustimmung drunter steht. Da ist dann so ein Xavier Naidoo, der da wieder irgendeinen absammelt und jeder schreibt, starker Mann, guter Typ, der einzig Aufrechte und so weiter. Wo ich dann denke, aber habt ihr gar nicht gehört, was der gesagt hat? So, ne? Und ja. Ich habe auch was ganz Interessantes gelesen. Ich komme jetzt nicht gerade drauf, wie genau die Wissenschaftsrichtung war, irgendein Soziologe. Wirklich sehr hochinteressantes Interview, gebe ich euch Jungs gern mal noch rund. Können wir vielleicht in die Shownotes dann noch geben. Der hat auch ganz interessante Dinge gesagt, unter anderem eben dazu, dass wir eben nicht dieser gerne viel zitierte, mündige, objektive Bürger sind, wenn wir die Medien gebrauchen, der sich immer sein eigenes Bild ganz objektiv macht, sondern letztlich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt, sucht man sich das, was zu einem passt, was am besten die eigene Meinung auch so ein Stück weit bestätigt. Ja. Mhm. Also das passiert da ja. Ne? Die eigene Meinung wird in tagesschau.de und so nicht mehr gefunden, aber ich finde sie auf Telegram und deswegen ist das plötzlich
Number one. Ja, wobei das ist tatsächlich aber auch die Aufgabe zu differenzieren, wird halt an den Konsumenten übergegeben, ja, der dazu einfach vielleicht nicht immer in der Lage ist. Also früher gab es halt Fernsehen und vielleicht irgendwo noch einen offenen Kanal, auf dem irgendein Stuss lief und da wusste man mehr oder weniger Bescheid. Ja, und jetzt stell dir vor, es wäre jetzt anstatt irgendwie YouTube-Videos zu streamen oder so Podcasts zu kloppen, hätte jetzt jeder die Möglichkeit, plötzlich ein Auto zu bauen, ja? Und dann fangen die Leute an, die kaufen nicht mehr bei VW ein oder hier Toyota, gute Marke übrigens, kann ich empfehlen, sondern die kaufen halt das Auto bei ihrem Onkel Heinz, weil sie den kennen, ja, ist ein guter Typ, starker Mann und fahren damit dann von der Brücke, so. Ja. Und ja, damit von der Brücke, sehr so. Schön. So, von so. Der Brücke fahren. Ich bin ja hier in der Sendung immer einer von denen, die am lauthalsigsten nach irgendwie geilen alkoholischen Getränken noch nicht riechen. Oh, zu spät. Noch nicht, schreien. Und deswegen mache ich jedes Jahr im Januar seit einigen Jahren diese Alkohol- und sonstige Sachen Entgiftung. Und da ich aber trotzdem nicht nur mit Wasser hier auflaufen wollte in unserem ehrenwerten Podcast, habe ich euch jetzt mal etwas mitgebracht, was ich jeden Morgen in viel größeren Mengen trinke. Ihr habt jetzt nur kleine Shotgläser und ich würde euch bitten, das ist frisch gepresst, mit dem Entsafter einmal zu riechen, noch nicht zu schmecken und erstmal vielleicht vom Geruch her, was glaubt ihr, was das ist? Ist das Pflanzliches? Sellerie würde ich jetzt mal tippen, ist da drin. Ja, Sellerie könnte gut hinhauen, vielleicht. Irgendwie so eine Mischung aus Holz und Gras. Also so das Gras von draußen, nicht das Gras. Ja, also es ist tatsächlich einfach nur Selleriesaft. Aber den muss man sich richtig reinprügeln. Ich bin mal gespannt, wer von euch den ganzen Becher schafft. Es sind kleine 0,2-Shot-Gläser. Ich habe glücklicherweise, und das ist gar kein Scherz, eine Sellerieallergie. Deswegen. Im Ernst? Ja. Dann trinkst du nicht. Wieso hast du nicht, erst nachher gesagt, was es ist? Wir sollen erst mal. Ja, also, nee, aber danke für den Hinweis vorab. Aber schade eigentlich. Ja, der Beef hat es direkt weggeäxt. Schmeckt jetzt gar nicht so stark im Hinnachgang nach also Sellerie. Ich warte jetzt mal gerade noch 20 Sekunden. Wenn es nicht wieder hochkommt, trinke ich auch den Rest aus. Es gibt viele, die das nicht mögen und ich mochte das am Anfang auch nicht. Inzwischen mag ich es richtig. Soll ich unter dem Tisch gucken, ob es unten ausläuft? Also Sellerie per se mag ich gern in diversen Gerichten. Ne? Bei Werner hieß es ja auch immer, ne? Werner Brösel, Sellerie macht ordentlich Tinte am Füller und insofern auch nicht willst verkehrt. Willst du noch einen Schluck? Lass mir gut sein. Hast du dir so ein Fässchen in die Wohnung gestellt? Nein, den musst du frisch machen. Den kannst du nur 24 Stunden machen. Wir haben so einen Entsafter uns da hingestellt und hauen jeden Morgen partnerschaftlich da 20 Stangen Sellerie durch. Und dann haben wir so einen Liter. Und dann also trinkt es bleibt auf jeden Fall drin. Ich mach dann 20 mal Stangen? Ach so, Staudensellerie. Ja, ja. Staudensellerie, ja. Ah, okay. Ich mach gerade nicht, weil das hat sonst ja eine andere Form. Ja. Es hat witzigerweise ja so ein bisschen was Salziges. Ja. Ja. Er ist ja aus dem Entsafter. Wer weiß, was vorher drin war. Vor allem wird es immer salziger, je länger man kein Salz isst. Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, erst am 9. Tag oder so. Aber die Sachen werden tatsächlich intensiver und du riechst auch wieder anders. Aber also du riechst anders oder du riechst vielleicht anders. Rieche ich auch anders, aber ich nehme es auch anders wahr. Ich rieche sehr stark nach Sellerie, ich muss dich warnen. Also das heißt, nicht nach so dem Nahpol. Monat weißt du gar nicht, ob du Corona hast oder ob du einfach deine Sinneswahrnehmung gestört hast. Ich rieche besser, also du riechst mehr, so, du riechst okay. Intensiver natürlich. Dann hätte ich vielleicht doch nochmal duschen sollen diese Woche. Ja. Ach, gut. Quatsch. Was ich eben noch ganz kurz ergänzen wollte, jetzt bevor hier dieses Sellerie-Intermezzo kam. Es gibt einen ganz schönen Artikel von Sascha Lobo, der schreibt ja immer beim Spiegel dann längere Aufsätze, sage ich jetzt mal vorsichtig, Kolumnen. Da nennt er genau das, was ihr eben auch beschrieben habt, nennt er die Denkpest. Also das ist ein ganz schöner Begriff, glaube ich einfach. Ich gebe das dann gerne in die Shownotes mit rein, dass wir da dann auch das an weiterlegen können, ohne dass ich jetzt den Artikel selbst zitiere. Ja, mach das. Hört sich schwer interessant an. Ja, das war unser kleiner Ausflug ins letzte Jahr. Damit haben wir das jetzt auch zu den Akten gelegt und abgehandelt und jetzt können wir ganz frisch und unbeschwert mit Selleriesaft Basis aus Abrollo in die
Artikel des Jahres 2022 starten. Ja, wollen wir kurz auf den Hund kommen oder hat jemand hier einen totalen Schlager, der gerade vorgezogen werden soll? Sonst würde ich. Nee, diesmal habe ich nichts Musikalisches. sonst würde ich eine total, finde ich, absurde. Also ich bin auf eure Meinung dann noch gespannt. Da hätte ich jetzt das Wort absurden vielleicht besser noch nicht bringen sollen, aber ich finde es eine ziemlich absurde Geschichte, die ich gefunden habe hier, glaube ich, auf tagesschau.de. Jedenfalls ist da so eine Eins oben. Medienkenntnis, 8 Punkte. Ich bin da ganz vorne dabei. Ja. Also leider, ich frage ja immer wieder bei solchen Themen, hat ja keiner wirklich einen Hund. Der Ben hatte mal mehr oder weniger einen Hund, aber so richtig habt ihr keinen Hund. Und denn künftig wird sich aufgrund einer Erfindung wohl häufiger die Frage stellen unter Hundebesitzern, hat der Hund heute schon angerufen? Ist das die Weiterentwicklung des Hundehalsbandes, was ich mal in, glaube ich, Folge 4 oder 5 unseres Podcasts vorgestellt habe? Ich weiß nicht mehr genau. Das war doch, glaube ich, so ein beleidigendes. Das hat Hundegebell in Beleidigung übersetzt. Ja, genau. Das ist nicht die Weiterentwicklung, das nicht, sondern es ist tatsächlich so gemeint, wie ich es gesagt habe, hat der Hund heute schon angerufen. Es gibt nämlich eine Frau, die heißt, schwieriger Name, da blamiere ich mich ja gerne mit immer, Iljena Hirskiduk Douglas, also Douglas, weil ne, hier in Glasgow an der University forscht die und ist Leiterin eines Forschungsprojekts, wo ein sogenanntes Dogphone erfunden und getestet wurde. So. Und vielleicht mal ganz kurz vorab, sozusagen Blitzumfrage, wie könnt ihr euch so ein Dogphone überhaupt vorstellen? Ja, es gibt doch irgendeinen Film, wo ein Hund ein Handy verschluckt. Also das muss doch irgendwie, die Cineasten müssen doch, es gibt irgendeinen Film, da frisst so ein dämlicher Hund ein Handy und dann ruft er die ganze Zeit irgendwie aus. Also es soll natürlich eine Erfindung sein, die dann auch marktfähig ist. Also es klingt jetzt zumindest nicht nach Arte, sondern eher wieder nach einem Bumssender. Kabel 1, habe ich letztens noch gesehen. Nachdem du das so empfohlen hattest, ja, dann habe ich abends diesen Zwang gehabt, Kabel 1 anzuschauen. Den gibt's noch. Ja, okay. Nein, habt ihr eine Idee? Also, ich euch nicht fällt. Vielleicht ein Knochen, in dem man sprechen kann? Knochen? Ja, wenn du schon Halsband sagst. Ich denke Halsband. Chip im Ohr? Nein, weder Knochen noch Halsband noch Chip im Ohr, sondern die gute Frau hier hat das gemacht mit einem Ball. Der hat einen Bewegungssensor und es geht darum, dass der Hund zu Hause ist. Ja? Der Hund ist allein zu Hause. Und wenn der diesen Ball irgendwie spielt, dann ist dieser Sensor, wird dann aktiviert und der ist verknüpft mit einem Laptop. Und der löst dann ein Videotelefonat aus, das dann eben auf den bereitstehenden Laptop eben eingespielt wird. Und dann kann der Hund eben mit seinem Hundebesitzer, der dann ne, am anderen Ende ist, eine Videotelco abhalten, also Telco, gut, ist wohl eher nur ein Video übertragen. Eine Belko. Genau, eine Belko. Und es ist wie ich finde, eine ziemlich verrückte Geschichte. Sie hat das getestet an ihrem eigenen schwarzen 9-jährigen Labrador, der Zack heißt. Und am Ende der Testphase, es waren wohl irgendwie, wie viele Monate, ich glaube 3 Monate oder so war die Testphase, am Ende hat er immerhin 5-mal am Tag angerufen. Also, wurden die vorher darauf trainiert, dass sie dann Frauchen oder Herrchen sehen, wenn die an den Ball gehen, oder war das eher eine Koinzidenz? Die sehen halt einen Ball und irgendwann spielen die damit. Wie die das ganz genau trainiert haben, geht aus dem Artikel nicht hervor, aber es ist wahrscheinlich so, dass, wie es so häufig bei diesen Tiertrainings ist, ne, dass es so erstmal so mit ein bisschen Versuch und Irrtum funktioniert. Ne? Der Hund merkt irgendwann, wenn er den Ball spielt, geht der Laptop an. Und sie sagt, also man könnte jetzt natürlich von so einer zufälligen, also von so einer Koinzidenz sprechen, aber sie sagt, mal hat er das Spielzeug nach mir geworfen, mal hat er nur geschaut, mal ist er sehr nah an den Bildschirm gekommen. Also der hat wohl irgendwann das dann auch tatsächlich bewusst eingesetzt und nicht nur irgendwie zufällig den Ball irgendwie durch die Gegend geschleudert und der Laptop ist angesprungen. Hm.
Bevor jetzt hier, also es geht hier, gleich kommen, sage ich noch zwei Worte zu einem, oder lasse ich einen Tierpsychologen kurz noch zu Wort kommen und dann die Leiterin des Projekts nochmal. Aber bevor ich das sage, mich mal ganz kurz eure Meinung wissen oder hören. Was denkt ihr spontan darüber? Ich finde es witzig. Spontan jetzt. Wahrscheinlich ja. Im Nachgang nicht mehr, aber. Also ich glaube, der Unterhaltungswert ist tatsächlich wahrscheinlich größer als der Nutzen, den der Hund letztendlich draus zieht. Aber ist ja schön, wenn man den, warum lässt sie den eigentlich den ganzen Tag allein, frage ich mich schon die ganze Zeit. Das ist aber doch anscheinend irgendwie so ein Problem. Ich bin ja kein Hundehalter, aber das ist auch so ein Problem. Häufig Leute, die den Hund immer mal allein lassen und dann flippt er zu Hause total aus. Ja, der muss doch trotzdem kacken, da kann er nicht dafür anrufen. Ja, das kriegen die schon hin, Also, so schlimm. Gut, also kann raus, ja, Hundeklappe. Die machen das so. Morgens einmal und die kacken nicht alle zwei Stunden. Ja, weiß ich. Aber es ist doch in der Regel für, also ich sag mal so, wenn man gerade mal voll berufstätig ist, ist, glaube ich, eine der schlechteren Anschaffungen, sich einen Hund zuzulegen, weil gerade Hunde brauchen relativ viel Gesellschaft. Also ich glaube, wenn die 8 oder 10 Stunden dann immer nur zu Hause rumgammeln, mal unabhängig davon, ob sie dann jetzt irgendwie die Bude zerflattern oder nicht. Aber ich glaube, dem Hund tut man keinen Gefallen damit jetzt. Auch nicht, wenn man ihn da mit Videotelefonie an Herrchen oder Frauchen irgendwie versucht anzubinden. Ja, das kann ja auch für kürzere Abwesenheiten sein. Das ist ja gar nicht gesagt, dass sie den ganzen Tag weg ist. Ne? Der kann ja auch schon nach einer halben Stunde anrufen. Aber ich sehe jetzt vor allem auch, wo ich drüber nachdenke, das Nachnutzungspotenzial. Du kannst das ja auch in Babyrasseln einbauen, so eine Funktion. Du kannst so dein Kind einfach mal da zu Hause hinlegen, kriegst, wenn der dann irgendwie, machst du morgens einmal schön voll, das Baby, lässt das dann da liegen, legst die Rassel daneben, gehst arbeiten und wenn das dann an der Rassel klingelt, dann geht halt so ein Videoding an. Ist doch praktisch. Ja. Kann man auch einiges draus machen. Da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Es gibt natürlich schon wahrscheinlich die abgefahrensten Babyfone, schätze ich mal. Also, ich hätte jetzt erstmal gesagt, es gibt Babyfone. Also fangen wir mal da an. Also ich meine, ja, aber und das kannst du auch aufs Handy umleiten. Also irgendwie. Ja, aber das kann das Kind ja nicht drücken. Das muss ja, du musst das ja da abholen, wo es steht. Und das ist ja gerade mal so in der Welt der Babyrasseln und noch nicht dabei, ein Babyfon zu bedienen. Aber ja, ich weiß, die gehen von alleine an und so weiter. Es war ja auch nur für den Karlauer, meine Güte. Ja. Nein, also es ist, war auch ein super Karlauer. Zumal Babys und Kleinkinder auch gar nicht mal so schlau sind im Vergleich zum Hund. Also der Tierpsychologe Roger Mackford, ja, der findet fand ich dieses, Belko besser. Der findet dieses elektronische Spielzeug klasse. Der sagt, das Bedeutende an dieser Forschung sei, dass es weitere Einblicke gewährt, wie clever Hunde sind und dass es eben soziale Tiere sind, ist ja bekannt. Und er sagt, ne, jetzt hinsichtlich des Beispiels, das wir eben besprochen haben, der Hund ist allein zu Hause, Technologien, die einem Hund ein interessanteres Leben verschafft, werden diese Hunde oder werden Hunde nutzen. Das sagt er. Ne? Also da schwingt er so mit, positiv ein interessanteres Leben. Man kann das durchaus auch so sehen. Ich gebe euch jetzt aber mal noch Zitate von der Studienleiterin, der Hirsky Douglas. Und also als ich die gelesen habe, ich fand das jetzt bis dahin auch ganz witzig, aber als ich das gelesen habe, da habe ich dann gedacht, es ist doch irgendwie eine ganz eine absurde Sache, die ich irgendwie bescheuert finde. Vielleicht geht es euch aber ganz anders als mir. Also sie sagt, ich glaube, das ist der Beginn davon, wie Technologie Tieren Kontrolle über ihr Zuhause geben kann. Das Licht anzumachen, die Heizung anzustellen, sich miteinander zu verbinden oder einfach nur ihre Umgebung zu kontrollieren. Das ist der Beginn davon, den Hund zu befähigen, viel mehr mit dem Internet zu machen und zu viel mehr Dingen Zugang zu haben. Ja, da muss der gar nicht mehr an der Tür bellen, da kann er direkt Alexa, hier, Einbrecher. Ja, nicht nur das, der kann dann die Heizung anmachen weiß der Teufel, was für Funktionen und dann Rollen in diesem Haus übernehmen. Sag mal, ist es eigentlich wirklich unsere Aufgabe oder ein Bedürfnis, dem Hund das Internet näher zu bringen? Ist das, ich meine, so ein Hund. Ich stelle mir diese Sinnfrage teilweise schon bei Menschen, was diese Technologien anbelangt, ja? Richtig, dann geh doch zum Lichtschalter. Bingo. Horst. Bingo. Und jetzt gehen wir schon hin und sind der Meinung, für mich sind ja immer noch ja Mensch und Natur, ja? Und Natur, da gehören die Tiere dazu. Ja. Und da fangen wir jetzt ernsthaft an, so einem Hund sozusagen das Internet näher zu bringen. Also ich muss sagen, da hat es für mich
Klick gemacht, wo ich gesagt habe, ich finde das vollkommen bescheuert. Also ich finde das ganz gefährlich, dem Hund diese Befugnisse zu geben, weil ich meinte, das war mal Reinhard May, der hat das in irgendeinem Song verarbeitet, vielleicht täusche ich mich auch, aber der singt da darüber, dass er die ganze Zeit neidisch ist auf seinen Hund, weil er den ganzen Tag faul rumliegt, während er arbeiten muss und was weiß ich, geht draußen, kackt in die Gegend und hat nur Spaß den ganzen Tag. Aber es gibt einen Moment am Tag, wo er sich freut, dass er nicht sein Hund ist und der Hund sicherlich wünschte, er wäre er. Nämlich dann, wenn er den Kühlschrank aufmachen kann und der Hund sitzt die ganze Zeit nur davor und muss warten. Ne? Dass er sozusagen derjenige ist, der den Kühlschrank öffnen kann. Ja. Und wenn du dem Hund das jetzt über so ein Smart-Tool oder so ein Smart-Ball, wie auch immer der jetzt dann heißen wird, ermöglichst, dann sind das ja nochmal ganz andere Verhältnisse. Nochmal ganz andere Verhältnisse. Ja, genau. Wenn der Hund sich eine Wurst bestellen könnte, wäre der wahrscheinlich noch interessierter an diesem Ball. Wenn der merkt, dass er an den Ball geht und dann kommt der Amazon-Lieferant und liefert dem da Also dann fängt der Hund demnächst an, den Kaffee zu kochen, weil irgendwie die Frau kommt gleich und der muss dann nur irgendein Knöpfchen drücken, weiß er, kriegt da Leckerli, wenn die Frau nach Hause kommt und der Kaffee ist schon fertig. Ja. Dafür gibt es doch die andere sinnvolle Erfindung, das Internet der Dinge. Dass doch jede Kaffeemaschine heute schon selbst so verbunden werden kann. Das heißt, ich kann doch im Büro schon hier quasi die Kaffeemaschine anschalten. Ja. Und da brauche ich den Hund schon gar nicht mehr. Ja, eben. Ja. Vielleicht kann man ja auch so eine Art künstlichen Hund schaffen. Das muss doch gehen, der dann direkt schon mit dem Internet verlinkt ist. Aber das ist doch eigentlich der Punkt. Den ich dann steuern kann auch. Ja, da kann ich das wie so ein lebendes Spiel. Das ist doch super. So ein künstlicher Hund, so ein virtueller Hund, der die Videokonferenz anleitet. Genau, eigentlich der macht dann auch nur virtuelle Haufen. Das ist super. Die eigentlich hole ich mir doch den Hund ins Haus. Das kommt mir der Gedanke, wo du gerade hier das erzählst mit dem künstlichen Hund. Eigentlich hole ich mir doch den Hund ins Haus, um ein Stück Natur mir ins Haus zu holen und eben gerade nicht noch einen weiteren Technikfreak oder weiß nicht was, einen Nachbarn. Ja, das ist doch absurd. Da kannst du dir auch irgendwie so einen Informatikstudenten nach Hause holen, der bei dir wohnt. Ja, der bewegt sich auch nicht groß. Kackt ich finde es absurd. So, und aber ich bin dann jetzt durch mit meinem Artikel. Wenn ihr zu dieser Absurdität nichts mehr zu sagen habt, dann werde ich jetzt hier auch alkoholfreie Sachen verteilen, denn ich bin heute auch alkoholfrei unterwegs und habe hier ein paar Smoothies mitgebracht. Wer hat denn lieber rot und wer hat lieber hell? Was ist denn da drin? Sellerie oder? Na, also. Das ist alles roter Sellerie. Sellerie, glaube ich, ist in den Dingern rote Beete. Einig. Ich würde das tendenziell das rote nehmen, tatsächlich. Du das rote, gut. Aber muss man erst schütteln, ne? Das ist immer. Mal besser. Hört sich das gut an? Hört sich an, als wenn du was schüttelst. Wie du morgens im Bad, würde ich sagen. Ach, herrlich. Dann nehme ich gelb, wenn, oder hell, oder gelb, was auch immer, gut. Wenn da jetzt nicht irgendwie gerade. Wenn ihr jetzt hier so schön die Smoothie verteilt, ich hoffe, ich grätsche niemandem rein, aber das bietet sich so an. Weil wir jetzt über das Internet der Dinge und irgendwelche Smartballs gesprochen haben, sowas gibt es ja auch schon, wenn sozusagen man die Alexa oder Echo, wie manche sie nennen, auf Hundebellen trainieren könnte, dann könnte der Hund sich ja auch damit quasi mit den Dingen verbinden. Das können bisher nur Menschen, aber eben auch Kinder. Und da gibt es hier eine ganz abstruse, ganz kurze Geschichte, die wirklich wo ich dann manchmal mich bestätigt fühle, dass ich so ein Teil noch nicht zu Hause stehen habe und auch nicht haben möchte eigentlich, obwohl ich es an sich technisch gesehen cool finde. Da war ein 10-jähriges Mädchen, die Tochter einer Schriftstellerin namens Christine Livdal, die das dann wahrscheinlich auch publik gemacht hat. Und die hat die Alexa oder Echo nach einer Challenge gefragt. Hat gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Echo, stell mir eine Challenge. Ne? Ihr wisst alle, was Challenges sind, so Herausforderungen, die du dann, wo du irgendwas Doofes machen musst und dann schauen musst, ob du dich traust. Und dann hat Alexa gesagt, die Herausforderung ist einfach. Stecke ein Ladegerät eines Handys etwa zur Hälfte in eine Steckdose und berühre dann einen Penny an den freiliegenden Kontakten. Zum Glück war die Mutter in der Nähe und hat geschrien, nein, Alexa, nein, ja, und hat das dann abgebrochen und der Tochter gesagt, sie soll das bloß nicht machen. Die Tochter hat auch gesagt, sie sei schlau, sie würde sowas nicht machen, aber es gibt vielleicht auch Kinder, die das dann tatsächlich machen und dann kann man sich ja vorstellen, was dann gegebenenfalls passiert. Also deswegen heißt auch dieser Artikel in dem Qualitätsblatt golem.de, Alexa fordert Kind auf sich, einen Stromschlag zu holen.
Ist das, also das ist doch verrückt. Das ist total verrückt. Das ist so verrückt, dass ich diesen Artikel auch dabei habe. Und ich kann dir nur zustimmen. Ja, vor allem, das stellt halt nochmal die Frage, also wie klug kann Technik sein und wie doof darf der Nutzer sein? Ja, also bei Kindern, das ist ja so eine Instinktfrage. Du gehst halt davon aus, wenn du was googelst, das wird dann schon stimmen. Ja, und das Problem hatten wir eben schon angesprochen. Mhm. Und wenn jetzt der kleine Bruder oder vielleicht auch der große Bruder sagt, hier, komm, mach das, dann weißt du sofort, das stimmt was nicht. Ja. Und was halt vergessen wird, dass die Alexa halt im Grunde auch nur das Internet nachplappert. Mhm. Und Ja, und die Alexa kannst du dann am Ende auch nicht einfach in den Gerichtssaal setzen. Das ist auch ein Problem. Ja, ist der, wie heißt der Besitzer der Alexa? Ja. Besitzer? Ja. Der Besitzer, der Erfinder oder der, ja. Der Amazon. Der Herr Amazon. Der hat der momentan Bethes, andere Dinge. Silvester in hässlichen Hemden feiert. Ja. Die $700 kosten. Ja, aber in der Tat, also was hat die Alexa gemacht? Die hat das Internet durchsucht und hat in den sozialen Medien die sogenannte Penny Challenge gefunden. Und da verpassen sich tatsächlich Menschen Stromstöße zur Erheiterung der anderen Nutzer von Plattformen wie TikTok. Und da wird hier ein Feuerwehrmann gefragt, Michael Klusker von der Feuerwache Carlisle East, der sagt, ich weiß, dass man Finger, Hände und Arme verlieren kann. Also mindestens das, wenn nicht gar so bei so einem Kind vielleicht das Leben. Also ich find's Wahnsinn. Aber sind wir doch wieder beim Thema. Also kann man denn jetzt Amazon bzw. der Alexa da irgendwie die Schuld geben oder sind es doch wieder einfach nur eine Horde Vollpfosten, die diese Challenge auf irgendwelchen Kanälen machen, was sinnlos im Quadrat ist. Also das ist dann doch, also der Dumme ist dann doch immer irgendwie der Mensch in beiderlei Hinsicht. Also der dumme Produzent. Die Technik Produzent, vermittelt nur die Technik ist quasi Menschen. Immer nur die Verknüpfung. Also das finde ich so ein bisschen den Gedanken dabei, den man irgendwie haben muss. Also was treibt Menschen dazu, so eine Challenge zu machen und die dann auch zu verbreiten und andere das dann auch nachzumachen. Ja, diese Challenges gab es ja schon immer, muss man Challenges, fairerweise sagen. Es gab immer so im Suff oder irgendwie so dieses, traust du dich hier einen Stromzaun zu pissen oder so oder traust du dich dies, traust du dich das. Nur es hat halt nicht öffentlich stattgefunden. Und nicht so eine Verbreitung. Nicht so eine Verbreitung gehabt. Und wenn das 5 Besoffene irgendwo nachts machen, dann gut. Und einer geht dabei hops, ist auch tragisch. Wie die Geschichte mit den Briten, die irgendwie einer dem anderen erzählt hätte, wenn ein Zug im Bahnhof steht, dann ist auf der Hochspannungsleitung kein Strom, dann ist einer hochgeklettert. Ist ja wie bei der Modelleisenbahn. Aber dann ist das halt so. Aber wenn das sozusagen als Challenge irgendwo steht und dann wirklich die Leute, ich sehe das an meinen eigenen Kindern, die machen das teilweise nach, diese Challenges. Mhm. Und ich sage denen immer, Obacht. Das ist teilweise oder überwiegend ziemlich dämlich. Das ging mal mit so einer Eisbucket-Geschichte los, das haben die jetzt nicht gemacht, aber sowas ist ja noch harmlos, aber jetzt mit einem Penny eine Steckdose und so. Na gut, früher haben natürlich Kinder, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, auch mit einer Schere mal eine Steckdose gepult oder sowas, auch das gab es ja schon immer. Und aber wohl eher nicht als Challenge. Nee, eben als, ich sag mal, irgendwie nicht aufgepasst oder normal sonst irgendwie, halt. Ja. Als und ist aber alles gut gegangen. In dem Fall, ja, ja. Ist heute 13 Jahre alt, das Kind. Also ja, wusstest du, dass wenn du nur... Ach so. Okay. Wusstest dachte, du, dass du wenn du das. Den Schraubenzieher nur in die eine Seite steckst, dass nichts passieren kann? Kannst du mal ausprobieren. Mhm. Disclaimer. Muss ich jetzt einen Disclaimer schreiben eigentlich? Ja. Ja, aber... Wenn das einer macht, bin ich dran. Ja. Spannende Frage ist es. Oder also wenn Alexa das mithört. Nochmal zurück, ist es denn, also liegt es da nur drin, dass es einfach heute einfach eine viel schnellere und größere Verbreitung hat und nicht nur 5 Besowskis dann früher, wo dann einer irgendwie dann vielleicht fatal gescheitert ist irgendwie oder im besten Falle sich nur, wenn er da einen Stromzaun gepisst hat, sich dann mal irgendwie 3 Tage ein bisschen Schniepelprobleme hatte, aber das weiß ich nicht. Also, und heute ist es halt einfach, hat es immer eine andere Dimension nochmal, was die Menge angeht. Problem ist halt auch, dass natürlich bei sowas eben, man hat keinerlei Kontrolle über welches Alter oder wer dann auch was guckt. Ne? Das ist dann irgendwie so ein bisschen. Genau. Alles also, wen zieht man da quasi mit rein, ja? Früher warst du in deiner Clique, du kanntest die Idioten,
Und da war, also mal ehrlich gesagt, die meisten Sachen waren dann irgendwie vielleicht mal irgendwie an einen Weidezaun pinkeln oder es war ja schon mutig, wenn du irgendwie an eine Batterie geleckt hast oder so. Ja, so ein harmloser Scheiß eher. Und heute ist das ja, die Leute setzen sich ja anscheinend hin und denken sich möglichst kranke Sachen aus, wie der Ben schon erzählt hatte, diese bescheuerte Challenge, wo die da die ganzen Reinigungsmittel ins Klo schmeißen, wie irre, und da dann möglicherweise sogar noch irgendwelche chemischen Waffen bauen, die irgendwie unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Also der Unterschied ist ja, glaube ich, zuerst mal, dass ihr bei euren Challenges, was ihr euch da früher ausgedacht habt, musstet ihr immer halt einen Deppen finden. Und das ist natürlich durch die Masse Internet einfach, das Publikum ist größer und dann findet sich so ein Depp halt leichter, der es dann auch macht. Ja, und außerdem ist es in den, wenn es jetzt bei TikTok ist, das sind ja die Fälle, wo das gut geht. Also ich finde es immer auch sehr fragwürdig, es ist atemberaubend, aber diese Fassadenkletterer, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man das nennt, die dann so. Das ist Parcours oder was? Parcours, die dann überall auf Hochhäusern dann so irrsinnige Sprünge mit so einer Bodycam machen und dann auf so einem kleinen Pfeiler landen und du siehst, unten ist es tierisch tief. Das sieht ja leicht aus. Und wenn ich dann denke, wenn jetzt da irgendein Kind, das muss ja gar nicht im Hochhaus sein, auf die Idee kommt, sowas nachzumachen und eben nicht da drauf landet. Die Dinger landen ja nicht im Internet. Da landen ja die ganzen Erfolgsgeschichten. Ne? Ich mache dies, die erfolgreichen Challenges sozusagen. Ja, aber die anderen, wo zumindest nichts Schlimmes passiert. Ich wollte gerade sagen, kommen die Fail-Videos sind ja auch beliebt, ja, aber nicht die, wo jemand dann eben in ja, aber nicht mit dem offenen wird. Bruch oder ja. So. Ja. Aber ganz, ganz ehrlich, wie oft habt ihr schon einen mit dem Skateboard übers Geländer, wo er sich dann ein Ei prellt, gesehen? Ja, ja, das 100, ist ja 100 Mal. Klassiker. Und das wurde ja, lief ja irgendwann auf MTV auch rauf und runter. Bitte nicht nachmachen zu Hause, immer stand dann drunter. Ja, okay, das sind so Fail-Videos. Halt weniger krass. Das war, glaube ich, so der Common Sense war, da dürfen keine schweren Verletzungen bei rauskommen. Das wurde das nicht gezeigt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, mit dem Skateboard ein Geländer runterzuspringen, dann würde ich wahrscheinlich mir einen üblen Bruch zuziehen heute. Früher konnte ich das mal ansatzweise, aber ja. Nun denn, war nur ein kleiner Sidekick. Ich glaube, der Beef, der steht hier schon eine ganze Weile in den Startlöchern. Was ihr nämlich nicht sehen könnt, der steht hier wie beim 100 Meter, nicht 100 Meter Starter ist man ja, da kniet man ja. Da habe ich jetzt versaut, die ganze Geschichte. Das ist nur optisch täuschend, das ist der Sellerie-Kram, der hat ziemlich gewirkt. 2000 Meter Lauf. Der hat noch den Penny in der Dose, der steht hier unter Strom. Nee, ich habe ein sich gar nichts Spektakuläres irgendwie. Sollen wir jetzt alle abschalten? Ihr könnt jetzt rausgehen, ich rede ein bisschen vor mich hin. Genau. Sagt euch der Name Jadehase 2 was? Jadehase? Ich kenne den Jadebusen. Jadehase. Ist doch die Frau vom Buttfucker 3000. Ja. Oder? Jadehase. Jadehase. Irgendwie, also der Jadehase. Das sagt mir gar nichts. 2. 2. Jadehase 2. Jadehase 2, ja. 2.0? Nee, ohne 0. Nur die 2. Ja, die Überschrift des Artikels heißt Jadehase 2, in Anführungsstrichen, besucht Hasen aus Stein. Es geht darum, dass das Geheimnis der Mondhütte gelüftet ist. Sagt euch die Mondhütte was, habt ihr das mal mitgekriegt? Also Hintergrund ist, dass vor ein paar Wochen ein chinesischer Mondrover, und das ist eben der Jadehase 2, auf der dunklen Seite des Mondes, auf der abgewandten Seite. Da, wo die Nazis wohnen. Da, wo die Nazis in dem Film dann wohnen, der ist sehr schön. Es gibt aber keine Trilogie, wo der zweite Teil ziemlich scheiße ist, aber egal. Iron Sky, für alle, die es gucken. Genau, ja. Iron Sky, genau. Und, aber wirklich nur den ersten gucken, der zweite ist wirklich... Der läuft nur bei Kabel 1. Und selbst da eher spät. Egal, also der Jadehase 2 hat Aufnahmen gemacht, wo man auf der abgewandten Seite einen perfekt rechtwinklig erscheinenden Körper gesehen hat, wo man gesagt hat, das kann jetzt kein Zufall sein, der kann nicht irgendwie einfach so sich geformt haben. Und dann ist natürlich die wahrscheinlichste Annahme, dass, wenn es jetzt nicht die Nazis sind, die da auf der mondabgewandten Seite irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg hingegangen sind, dass das Außerirdische sind. Ja, oder die Amis waren das damals. Die haben nämlich parallel noch eine zweite Mondmission gehabt. Da war vom Kubrick her 2001 wahrscheinlich schon irgendwann raus, haben die nochmal hochgeschickt.
und haben dann, um die Chinesen hart zu trollen, wie man heutzutage sagt, haben die dann den Monolith aufgestellt. So, auch das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Es war tatsächlich aber einfach nur, wie soll ich sagen, eine Kombination aus einer unscharfen Aufnahme, etwas Distanz und einem speziellen Lichteinfall. Jetzt ist der Jadehase 2 inzwischen ein bisschen dichter an das Objekt rangekommen. Das heißt, die haben den dann quasi dahin geordert und da ist dann dahin gefahren, in Anführungsstrichen. Und jetzt sieht halt eben, und deswegen ist die Überschrift, sieht dieser ursprünglich völlig eckig erscheinende Stein eher so aus wie so eine Art Hase, in Anführungsstrichen, mit gutem Willen, so wie man sonst auch gerne mal sich die Wolken anguckt und da dann Tiere oder sonstige Dinge reininterpretiert. Das könnte ein Hase sein, es kann aber auch einfach nur ein Stein sein oder eine plattgedrückte Flunder oder ein rotes Blutkörperchen in groß. Und das fand ich einfach ganz schön, dass man mal so einen Artikel hat, Mensch, ja, nichts Intellektuelles. Und es ja hier erst mehr Schein als Sein ist. Auch das passt ja heute so ein bisschen in die Sendung. Das merkt, also ich meine, es ist alles so erforscht eigentlich, aber dass diese dunkle Seite des Mondes, der uns sehr nah ist, so in Größenordnungsverhältnissen, so eine Faszination ausübt, ne? Dass das irgendwie, dass man irgendwie denkt, so da könnte was sein. Also ich finde das total spannend. Könnt ihr jetzt stundenlang drauf einsteigen? Ich kann gerne noch was dazu ergänzen. Also ursprünglich hat man auch gedacht, dass dieser Stein wohl auch ungefähr so groß wie der Triumphbogen sei. Also wir reden von dem in Frankreich. Der ist jetzt ja nicht, wer schon mal da war in Paris, jetzt auch nicht irgendwie westentaschengroß. Tatsächlich ist der Stein deutlich kleiner als dieser Mondrover und als der Mondrover? Ja, genau. Also sprich, auch da haben Was sie, haben die denn da fotografiert? Ich glaube, das ist irgendwie auch eine schwierige Technik. Ich weiß nicht, welches Handy das Gerät damit hat, aber vielleicht ist das nicht die aktuellste Serie. Wie groß ist denn dieser Mondrover? Mittlerweile sind die ja teilweise so groß wie ein Kleinwagen, die Dinge, die da rumschicken. Also steht jetzt hier nicht, ich hätte jetzt mal unterstellt, da der ja auch mit einer, wie soll ich sagen, mehr oder weniger beengten Rakete da hochgeschafft werden muss, kann er so richtig viel größer als ein Kleinwagen nicht sein. Ich würde ihn eher noch ein bisschen kleiner einsortieren. Größer nicht, ja. Wie so vielleicht so ein Strandbuggy oder sowas, die man mal so rumfahren sieht in irgendwelchen Filmen oder sonst irgendwie. Fand aber auch, aber das ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also selbst wenn er wie ein Mittelklassewagen groß wäre, ist ja immer noch Triumphbogen deutlich größer. Jetzt nur mal so ja, und vor allem der Mond ist ja jetzt auch nicht so klein, dass so ein kleinwagengroßes Gestein da so herausragt und man das sofort ins Auge nimmt und sagt, oh Gott, da ist ja irgendwie eine Behausung oder so eine riesige. Genau, also es ist irgendwie. Da ist irgendwie ein Fotofehler passiert. Das muss dann irgendwie, vielleicht haben sie doch ein bisschen viel gefotoshoppt, um es ein bisschen aufzupöppen, die Nachricht im Vorfeld. Wie gesagt, aber jetzt fokussieren sich die Forscher, die chinesischen Forscher im Prinzip darauf, dass sie es ja unheimlich schnell dahin geschafft haben, dass also der Jadehase 2 als Moonrover da auch mehrere Geschwindigkeitsrekorde brechen konnte, um dann dahin zu fahren. Das ist in der Tat, ich weiß ja nicht, wo die gelandet sind und wo die das Teil absetzen, aber wieder, der Mond ist ja nicht ganz klein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da landet jetzt irgendwas hier auf der Erde und dann sagt einer, fahr mal auf die andere Seite, da ist so ein Stein und guck dir das mal an. Ne, wie lange fährt man da? Und dann noch nicht mal vor Ort mit Ortskenntnissen. Also das ist schon irgendwie geil, was die da auf dem Mond machen. Da sind ja auch Erhebungen und Täler und so weiter. Ja, und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, das ist ja auch gerade über die Distanz gibt es ja auch eine gewisse Verzögerung bei der Steuerung. Das heißt also, ein Steuersignal, ein Steuerimpuls kommt ja vielleicht erst, ich sag jetzt mal, 15 Minuten später dort an und die Rückmeldung, ob er gegen irgendeinen Stein gefahren ist oder in ein Loch gefallen ist, kommt ja vielleicht auch erst 15 Minuten später dann in der Kontrollbehörde ran. Also das ist dann schon irgendwie so ein bisschen das ist schon schwierig irgendwie, das Ganze versetzt. Also das ist dann auch ein bisschen weit weg von Star Wars oder Star Trek, wo dann über unfassbar große Distanzen in Echtzeit miteinander konferiert wird. Man doch merkt, naja, vielleicht stimmt das dann doch gar nicht und es ist nur eine Fernsehserie. Ja. Da lügen die Medien wieder. Ja. Kann man nichts machen. Es ist so, wie es ist. So, jetzt habe ich euch ja mal so richtig runtergeredet.
Nee, ich, also wir, ich finde nur das bei dem Thema ja, Mond, da werde ich dann echt, da gerate ich in so eine komische Astro-Ekstase, weiß ich nicht. Also das ist schon so. Sorry, ich muss noch einmal jetzt ergänzen, weil ich es hier gerade noch lese. Ich hatte eben noch geguckt, weil ich hatte irgendwas mit Distanzen gelesen. Also insgesamt hat der Jadehase 2 bislang etwas mehr als 1000 Meter auf dem Mond hinter sich gebracht. Innerhalb von 3 Jahren. 1000 Meter. So viel. An diesem Dienstag feiert er sein 3-jähriges Jubiläum. Nicht so richtig viel, ne? Das ist immer relativ, ne? Also ich sag mal so, für eine Schnecke ist 1000 Meter in 3 Jahren vielleicht auch möglicherweise eine ganz ordentliche Distanz. Okay, ich glaube, dann hatten wir alle viel zu romantische Vorstellungen von dem, was der da oben macht. Du dachtest, der fährt da so ein bisschen in Schrittgeschwindigkeit, juckelt der so rum? Ja, ich dachte so, der ist dann da so irgendwie hunderte Kilometer weg und dann wird er darüber gerufen. Das Problem ist, dass wohl in der langen Mondnacht halt dem Rover auch die Sonnenenergie zum Bewegen fehlt. Also sprich, er kann auch nicht immer fahren. Also die haben den dann aber direkt auf der dunklen Seite abgesetzt, was ja auch schon eine Leistung ist. Ja, sicher, sonst, weil ich glaube, der Mond ist schon größer als 1000 Meter. Das heißt, ja, sonst klar. Hätten sie dann, also die, sonst wären sie nicht dahin gekommen quasi. Und also von daher, wie gesagt, also er wird durch die Sonnenenergie angetrieben und wenn dann er im Schatten steht quasi und in der Mondnacht. Quasi dann, ein Schattenparker. Dann ist Schattenparker. Also bist aber heute der Gottvater des Schlagworts hier. Das ja. ist ja sensationell. Hallo. Ich bin ja begeistert. Das ist die Entgiftung. Das ist die Entgiftung. Ja, genau. Ja, ich finde total fresh. Also letztes Mal war er auch noch hier unter Stoff und unter Drogen und da kam der Querlenker raus. Was ich auch gut fand. Querlenker. Selbstreferenziell. Ja. So, Prollo, das Ohr ist dir. Ja, wo wir gerade in dieser nostalgischen Vergänglichkeitsstimmung sind, dachte ich, habe ich was Passendes. Wollte ich erst mal fragen, was ihr euch unter Suspensionen aus polymerisierten Acrylsäureestern vorstellt. Estern? Aus Acrylsäure? Aus Acrylsäureestern. Ja. Ja. Oder auch. Fangen wir mal auf dem anderen Ende an. Ja, Dralon-Röcke, Nylon-Strümpfe, Lockenwickler. Ja, Acryl ist irgendwie so ein Plastik. Richtig, Plastik. Acrylamid. Und ich wollte mit euch über Plastik reden. Und zwar nicht über das Plastik im Meer, sondern vielleicht dann zukünftig. Sondern also nicht das natürliche Plastik, was im Meer wächst. Richtig, richtig. Plastikplankton eben, kennt man ja. Sondern wir kennen sie alle, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, lese ich hier vor, natürlich, obwohl ich sie kenne, ich trotzdem. Ja? Hätte jetzt den Witz gebracht, fast ja. Berühmte nee. Tiefseeforscher. Also tatsächlich so, also gerade so aus so der, so von vor ein paar Jahrzehnten, da wo Plastik der neue heiße Scheiß war und jetzt, ja, hat sich ja ganz gut gehalten. Und da haben natürlich auch die Künstler schön aus allen möglichen Dingen ihre Skulpturen geformt, Dinge produziert und alles Mögliche miteinander vertüdelt. Und ja, das steht jetzt im Museum. Nur die Sache ist halt, Kunststoffe, die zwar im Meer lange halten, halten im Museum gar nicht so lange. Und tatsächlich ist ein Problem zahlreicher Museen, dass denen einfach der Kunststoff vergammelt. Ja, so diese ganzen Dinge, die halt ja nicht irgendwie über Nacht im Museum landen, sondern durchaus mal so nach 20, 30 Jahren und da vielleicht auch eine Weile stehen sollen. Und die, ja, das Zeug fällt halt auseinander, um es platt zu sagen. Ja, das UV-Licht und macht das genau, kaputt. Genau, UV-Licht, Wärme, Sauerstoff, Feuchtigkeit gibt es im Museum ja auch. Da müssen gar nicht mehr so sabbernde Kleinkinder dran touchen. Ja, und die Restauratoren sind ja teilweise so ein bisschen ratlos, weil die ganzen saufenden und kiffenden Künstler natürlich, will ja jetzt nichts unterstellen, aber diese ganzen dauerbetrunkenen Hippies, die können sich natürlich nach 30, 40 Jahren gar nicht mehr so genau dran erinnern, was sie da eigentlich zusammengepanscht haben. Und das fällt ja bei Roy Lichtenstein, Andy Warhol auch schwer danach. Das ist noch mal komplexer, richtig. Ja. Da müsste ja. man nochmal eine Seance veranstalten. Also keine vernünftige Dokumentation. Und es ist halt tatsächlich nicht egal, was da drin ist, weil je nachdem, also es gibt tatsächlich Ansätze, Dinge zu restaurieren. Nur erstens hast du halt dann nur eine Chance, weil im Zweifel ist es dann am Ende ganz kaputt. Oder du musst vor allem auch wissen, was es denn für ein Zeug ist und je nachdem gestaltet sich dann auch die Restauration unterschiedlich. Ja, und, hier. Und kann man das in der gelben Tonne entsorgen oder nicht? Nee, das ja nicht, das hat ja keinen grünen Punkt. Also ja. Vielleicht manchmal, aber in der Regel, nee, also erstmal richtige Diagnose und dann
Ich lese mal hier vor, mal rettet Sauerstoffentzug die Gummiente, mal hilft sanftes Erwärmen von Plexiglas. Aber es gibt nur einen Versuch. Ja. Und, das heißt, sie müssten das Material herausfinden. Genau. Dann können die da nicht so eine ganz kleine Probe irgendwo, wo man es nicht sieht, entnehmen und das irgendwie im Labor rausfinden? Ja, aber stimmt. So schwer, also irgendwie muss das Zeug auch halten. Darauf geht der Artikel jetzt nicht sein. Das sind ja, die auf jeden Fall anderthalb Seiten. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja gut, aber wenn die das so wertvoll achten, dass man das restaurieren will, das kostet ja auch, dann würde ich ja vorher einmal gucken, ob sich das lohnt mit Sandstrahlen oder was das da war oder erwärmen, sanftes Erwärmen oder der andere Scheiß. Ja, was ich tatsächlich nicht kannte, es gibt da wohl so irgendwie ganz stylische Schwingstühle aus Kunststoff von einem Werner Panton, der mir nichts sagt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Werner mit V. Werner Panton, keine Ahnung. Ich weiß weder welche, ich habe es nicht gegoogelt, ich gebe es ja zu. So. Punkt ist, die Stühle, die sind halt irgendwann durch und je nachdem, wo die standen, brechen sie halt irgendwann ab. Ja, die sind zwar elastisch und flexibel, aber irgendwann macht es knack, dann war es das. Und du kannst halt auch nicht einfach den Stuhl da zusammenkleben, wo er gebrochen ist. Erstens sieht es scheiße aus und zweitens musst du ja letztendlich, wenn du es repariert hast, bricht er dann an der nächsten Stelle. Ja, und irgendwann hast du nur noch Kleber statt Stuhl. Ja. Ja, aber das Thema wollte ich euch mal mitgeben, wo wir jetzt eben schon das Thema Vergänglichkeit angerissen haben. Vergängliche Kunst. Aber ist das denn vergängliche jetzt ein bisschen Kunst. Was dann auch für ja, so Banksy oder sowas? Also ich meine, es ist doch schwer hip, dass ja, man jetzt da Kunst auch oder Kunstwerke quasi in dem Moment, wo sie verkauft werden, kaputt macht. Schrottet. Oder schrottet. Ja, die müssen, vielleicht wäre das ja nochmal ein Event oder ein Happening NFT oder was auch immer. NFT aus diesen Sachen machen. Ja, eben. Ein NFT, die müssen das ist das Problem, ja, wenn du halt Sachen in der Realität hast, das ist halt Mist. Tja, ja, andererseits so ein zerstörtes Bild ist ja nicht wirklich zerstört. Ne? Das hast du ja immer noch da die Streifen und dann ist es durch die Zerstörung ja erst richtig so viel, richtig viel aber wert. Aber da irgendwas, wenn du das einfach zerdonnerst, dann ist es ja dem Grunde nach noch da, nur anders. Ja. Also das Ding nur halb durch den kleine Anekdote, dass das Ding dann nur halb durch den Schredder gegangen ist, das war tatsächlich gar keine Absicht, sonst hätte man unterstellen können. Ja, ne? Tatsächlich. Wäre eigentlich ganz geschickt gewesen zu sagen, hier komm, kannst es dir trotzdem noch aufhängen, musst halt ein bisschen an die Wand dübeln. Aber wenn da so viele Streifen sind, halt, brauchst du echt viele Nägel. Manchmal spielt die Technik halt auch nicht mit. Ne? Ja, aber es sind ja gar nicht so brutal viele Streifen. Ne? Also ich glaube, das Banksy-Bild, das kannst du dir noch schön noch an die Wand machen. Brauchst ein paar Nägel mehr oder ein paar Reißzwecke. Tesafilm. Ja, genau. Aber ja, aber wie gesagt, also ich finde, muss jetzt mal ernsthaft gesprochen, muss denn Kunst auch für immer sein? Oder ist dann vielleicht auch sowas, dann sagt, es ist halt dann irgendwann auch mal gut, ne? Machen ein schönes Foto davon und dann ist es erledigt. Ja, also, ich bezweifle, dass es die Fettecke noch gibt von Beuys oder gibt es die noch? Also, wo ich das letzte Mal mir angucken musste, zu Schulzeiten gab es die noch, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also ich glaube auch, Kunst muss nicht für immer sein. Da stimme ich dir zu. Also manches kann dann auch weg, ne? Manches kann auch weg, ja. Also nicht nur Kunst. Ja, aber meine ich jetzt ernst. Also wie seid ihr da? Also seht ihr das? Also jetzt beim Summer weiß ich es, aber Ben spielt Candy Crush. Okay. Nee. Welches Level hast du denn? Ich wollte noch was nachliefern zu dem Banksy-Bild, weil ich wollte mich noch versichern. Das wurde ja damals geschreddert, nachdem es ersteigert wurde, und zwar für 1,2 Millionen Pfund oder Euro, ich weiß nicht mehr. Und dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann ist es nicht ganz durchgelaufen. Die Frau, die das ersteigert hat oder die dahinter stand, die hat es dann trotzdem genommen und die hat es letztes Jahr, muss man sagen, verkauft wieder für 16 Millionen. Ich wollte nur den Preis nachgucken. Tja, 16 Millionen, also das hat sich für die sowas von gelohnt, dieses Investment. Ja, Wahnsinn. Also zum Thema vergängliche Kunst, das ist ja auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig haltbar, so in dem Schredderzustand. Ich finde, sie muss nicht, also man hat immer so den Anspruch, das für alle Ewigkeiten festzuhalten, aber gerade bei so moderner Art, nicht artgerecht, sondern zeitgerechter oder zeitgenössischer Kunst, finde ich das auch okay, wenn sie dann irgendwann wieder weg ist. Wobei ich es sehr schade finde, gerade bei Street Art. Ihr wisst ja, dass ich auf Street Art stehe und dann weißt du, da ist irgendwas, dann rennst du dahin, hat irgendein Arsch da drüber gesprüht. Also da ist es ganz klar, dass Street Art ist vergängliche Kunst und dann musst du damit leben, kannst dir halt ein Foto machen und im nächsten Mal, wenn du da vorbeikommst, ist es weg. Kann ja auch sein, dass das Haus dann weg ist, also wo es drauf gesprüht war. Also wenn da, denke ich, also wie gesagt, muss das immer für die Ewigkeit sein oder kann man von vornherein sagen, naja gut, nichts ist vergänglich, es passt
Nichts ist unvergänglich. Ja, wahrscheinlich, Ben hat ja ein super Beispiel gefunden. Wahrscheinlich würde man sehr viele Dinge finden, die, wo von vornherein eigentlich klar ist, dass sie irgendwann weg sind. Also Street Art. Es gibt auch irgendwie Leute, die in der Natur mit irgendwelchen Farben auf Wegen, Wiesen und so weiter arbeiten und beim nächsten Regen ist es weg. Gibt da ja einiges, ne, was irgendwann fort ist. Was fort ist, ist fort. Ist fort dann. Ne? Ne? Weil ist das ja auch, um mit dem Künstler zu sprechen, den du hier mal vorgestellt hast, ist das ja auch Teil des Kunstwerkes, die Vergänglichkeit als solche. Ja. Vielleicht wollten Roy Lichtenstein und Valhalla Warhol das auch, dass das quasi nicht für immer hält. Haben sich wahrscheinlich nichts bei gedacht, aber vielleicht würden sie sagen, okay, dann ist es halt weg. Ja. Das ist ja einfach nur, weil die Museen da so dem Ganzen so einen riesen monetären Wert zumessen. Ja, ich glaube, bei Banksy sind ja teilweise auch schon hier Mauern abgetragen worden und er fand das auch nicht so prall. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so entscheidend war, weil es ging ja viel bei dieser Kunst einfach darum, auch völlig neue Dinge zu schaffen, die eben auch durch Plastik beispielsweise, durch diese ganzen Kombinationen erst möglich wurden. Ja. Und da macht man es halt. Und gut, die alten Griechen, die haben ihr Zeug noch schön auf Stein getackert. Hält halt länger. Nur, außer es kam irgendwie der Gegner vorbei und hat es platt gemacht. Ja. Mal die Abrissbirne drüber gezogen. Sind denn dann auch jetzt, es sind denn auch, wie soll ich sagen, Abrissunternehmen in einer gewissen Weise Künstler? Ja, aber da ist es dann ganz schnell vorbei. Abrisskünstler. Aber es ist ein Happening. Aber wir sind hier unglaublich seriös heute unterwegs. Habt ihr das gemerkt? Also ja, unglaublich. Da kommt am Ende was dran. Am Anfang hatten wir so eine Depri-Phase und ich dachte schon, ich müsste gleich hier zum Basteln aufrufen. Ich habe so ein paar Bügel mitgebracht. Ja, pass auf, dann muss ich jetzt, habt ihr Bock, dass ich das Niveau so richtig schredder jetzt? Ja, ich habe ja gerade den Startschuss dafür gegeben, weil wir nicht nur seriös unterwegs sind, sondern auch einigermaßen zeitlich oder zeitgerecht ausnahmsweise mal nur eine schlappe 5 Minuten überzogen, also the quickie is yours. The quickie, okay, aber er ist nicht ganz so quick. Also er ist. Was Juristisches? Er ist, aber nein, er ist lustig. Juristisches Schmankerl? Er ist lustig, aber ich schredder das Niveau extrem. Ich hoffe sehr, wir hatten es nicht schon hier in unserem Podcast. Ich habe alle deine Shownotes durchsucht und habe es nicht gefunden. Wenn du bist schon, auch selber in dem Podcast dabei. Ja, so weißt du das nicht? Weißt du jedes einzelne Thema noch? Also auch Podcast-Themen sind vergänglich. Ehrlich gesagt. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn wir es doch hatten, dann tust du jetzt gefälligst so, als hatten wir es noch nicht. Ja. Dabei sag mal, könnte man Banksy des Podcasts. Da kann man erwähnen, das ist unsere 49. Folge. Also das ist schon berechtigt, dein Einwand. Und das heißt, übernächste Woche machen wir die 50 voll. Das ist richtig über 2 Jahre. Das ist die goldene Folge. Wir sind im dritten Jahr. Ja, eben. Und du bist ein alter Mann. So ist es. Ja, pass auf, ich habe hier, also ich weiß gar nicht ehrlich gesagt mehr, wie ich es gefunden habe, aber ich habe eine Story noch hier, die Corona-Zeit hochgespült hat, ehrlich gesagt schon im ersten Pandemiejahr, weshalb ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war, dass wir so eine platte, schweinische Geschichte nicht doch schon hatten. Aber ich glaube dann doch nicht. Das Niveau doch höher. Bungee-Schwein. Ja, bis dann Wilhelmshaven zuschlug. Und zwar geht es hier um eine Personal Trainer Frau, die Tracy Kiss, 32 Jahre alt, die ihren eigenen Weg gefunden hat, das Coronavirus zu stoppen, für sich persönlich zu stoppen und ihr Immunsystem zu boosten. Sie mixt sich nämlich ganz spezielle Smoothies. Und zwar mixt sie sich in diesen Smoothie, den sie sich mischt, immer noch einen Shot Sperma von ihrem Freund rein. Warum wusste ich das jetzt? Und wieso hast du heute eigentlich Smoothies dabei? Warum habe ich ihn nicht getrunken? Purer Zufall.
purer Zufall natürlich, aber ich habe mich schon geärgert, dass du nicht getrunken hast, Ben. Muss ich schon zugeben. Ich habe gewusst, also du wärst an die Decke gegangen. Also muss man nur für die Hörerinnen und Hörer jüngeren Alters und jüngerer Generation sagen, der Sammer hat uns hier schon mal vor einigen Jahren in dem Podcast vergiftet mit irgendwelchen, was waren das so Hustenlöser, Schleimlöser. Dann hatten wir den Kuhurin. Kuhurin-Mix. Ja. Und hier ist es jetzt, hier geht es jetzt, wie gesagt, um ne, diese junge, sportlich fitte Frau, die fit bleiben möchte und dreimal die Woche sich entweder sie nimmt sich, ist hier ein englischer Artikel, direkt einen Shot, sagt sie, ne, oder sie mischt es sich halt in einen Smoothie rein und sie findet, dass das eine erstens kostenlose und zweitens auch eine vegane Möglichkeit wäre, um das Immunsystem zu boostern. Das sei auf jeden Fall besser als, der Ben hat hier schon gerade den Schleimlöser so verächtlich genannt, ja, der Ben traut der Pharmazie ja auch nicht so richtig. Und sie sagt halt auch, man weiß bei der klassischen Medizin nicht, was da so alles drin ist, ja. Und wenn du dir aber dann so einen Smoothie mit so einem Sperma mischst, ja, dann bist du sozusagen auf der sicheren Seite. Sie sagt sogar, und jetzt passt auf, das finde ich das eins der schönsten, also sie hat viele schöne Zitate hier. Sie sagt, es sei ja nicht viel anders als eine Mutter, die ihrem Kind die Brust gibt und damit dafür sorgt, dass es alle seine Nährstoffe kriegt. Wie ihren Freund auszulutschen? Ja. Ist wie stillen oder was? Naja, sie sagt, es sei nicht viel anders, ne? Also gibt es auch ein Zitat von dem Freund? Ich bin Corona so dankbar. Seit Corona laufe ich mit einem ständigen Dauerlächeln durch die Gegend. Ja, sie sagt, es sei voll von Vitaminen. Also ich habe da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Und sie macht das seit 2017. Sie hätte seitdem keine Erkältung, keine Grippe, kein Corona. Jeden Tag. Nichts gehabt. Dreimal die Woche. Und ich rechne gerade, also es gibt ungefähr 7,5 Milliarden Menschen, ich ziehe mal eine 0,5 Milliarde ab, die zu klein sind, um geboostert oder sonst irgendwie zu werden. Das heißt 7-mal und das 3-mal die Woche, das sind 21 Milliarden Dosen die Woche. Da muss er aber viel Sellerie trinken. Also ja. Das vor allen Dingen das zu dem Freund, weil der Ben hier sagte, der ist so freudig unterwegs. Das ist ja, das hat noch eine Besonderheit, die Geschichte. Sie hat keinen Freund. Nein. Aber sie hat eine Distanzbeziehung, also ne, eine Fernbeziehung. Also hier heißt es Distance Relationship. Und, aber einen sehr glücklichen Postboten. Und dann habe ich mich nur gefragt, wenn der dann aber mal da ist, dann hat er aber einiges zu erwarten, weil sie das Ganze dann nämlich auch einfriert. Also sie schiebt das dann in den Gefrierschrank rein und da muss der dann ordentlich produzieren an den Wochenenden oder wann auch immer der da ist. Wann auch immer er kommt. Ja. Ich freue mich gerade, ich sehe gerade hier die Ecke von der ersten Seite, dass die zwei Kinder haben und die Frau 32 ist. Das heißt, irgendwann sind die Kinder auch so in der Pubertät und freuen sich bestimmt, wenn die Klassenkameraden ihnen das Ding unter die Nase halten, weil da nämlich natürlich auch der volle Name drin steht. Ja, da Tracy freust du dich Kills, meinst du, das ist ein echter Name? Ist doch egal. Also was da jetzt an der Geschichte echt ist, mal ehrlich, da stellt sich sowieso die Frage. Im Zweifel schickt ihr seit einem Jahr der Postbote nämlich das Zeug selber und der Typ weiß gar nichts davon. Wer weiß. Aber sie sagt halt auch, ne, von wegen Postbote und Schicken, es ist wichtig, sei es eigentlich, ne, das möglichst zu konsumieren, kurz nach der Produktion. Also mit Schicken ist schwierig. Also frisch vom Hahn. Frisch vom Hahn, genau. Kannst du das bitte übersetzen? Wie steht das im Original? Ja, klar. It is best to consume semen as close to production as possible. Und hat der Freund auf jeden Fall definitiv seinen Spaß. Aber der Freund, das ist Jack Kiss, von Beruf Semen Producer. Ja. Produzent. Es ist, vor allem sie sagt dann, die beste Quantität, also ne, beste, höchste Menge, hätte er, wenn er möglichst oder hängt davon ab, wie hydriert er ist, ne? Also wie gut er so
trinkt, wie gut er dadurch einen Tag kommt. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungswerte diesbezüglich sind, aber ich führe also leider kein Tagebuch, aber vielleicht sollte ich mal damit. Ja, ich hab auch noch nicht drüber nachgedacht, aber es ergibt einigermaßen Sinn, ehrlich gesagt. Ja. Was ich nur jetzt, ich habe euch ja erzählt, dass ich hier quasi das mache aus Entgiftungsgründen, und in dem Zusammenhang ist mir untergekommen, dass man als Mann auch, also dass nicht nur wenn man entgiftet, dass man auch als Mann auch über sein Sperma entgiftet. Also das ist ja alles eine Form der Entgiftung. Also ich weiß nicht, ob da jetzt nur so wer weiß, was da für Schwermetalle drin sind. Also es hängt wahrscheinlich sehr stark von der Ernährung des Mannes ab. Ja. Wollte ich damit sagen. Wenn der sich natürlich super gesund ernährt und so weiter, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich fördernd. Aber die tut ja so, als ob jedes Sperma so wäre. Ich bin mir sicher, da gibt es auch ungünstigere Zusammensetzung. Ja, und das Schöne, das ist auch, was du gerade sagst, wichtig für noch einen weiteren Aspekt hier. Sie sagt nämlich, sie will das ja so ein bisschen auch unters Volk bringen, ein bisschen empfehlen. Sie sagt, das ist auch für jemanden, also für eine Frau, eigentlich auch für einen Mann, wie auch immer, auf jeden Fall für jemanden ohne Partner. Du kannst einfach deinen Nachbarn, deinen Freund, deinen männlichen Freund fragen, deinen männlichen Nachbarn, wen auch immer du kennst, ob er dir nicht einfach ein bisschen was produziert. Ja, ich könnte jetzt hier auch einen Ringtausch machen. Da habe ich mich nur gefragt, wie zum Teufel nochmal hat man sich das vorzustellen? Es klingelt an der Tür. Die Nachbarin steht da und sagt, Wieso liegt hier so viel Stroh rum? Ich brauche mal einen Shot. Mir immer noch Corona. Und ich meine, theoretisch könnte sie ja mit einem Haufen Gefrierbeutel in der Hand kommen und dem in die Hand drücken, ja. Aber ich meine, stell mal vor, du bist so ein ganz hilfsbereiter Typ. Was machst du dann? Du stehst an der Tür, du kannst einfach nicht Nein sagen. Ich würde sagen, nimm dir, was du brauchst. Ja. Und dann kommt hinterher noch der Mann und holt sich ein frisch gezapftes. Der Handwerker ist unter den Rohr verliegen. Um das Ganze dann jetzt. Warte, zeig mal das Foto bitte. Ja. Aha, ja, okay. Sie sieht auch wirklich so aus, sehr glücklich. Glänzt auch ein bisschen. Um das Ganze dann auch noch total ad absurdum zu führen und abzuschließen. Sie empfiehlt es auch für die Haut. Sie sagt, sie macht ihre Gesichtshaut damit. Weiß der Teufel, ob das dann als Peeling oder was gilt. She clears up her face damit. Ja, ich glaube, wenn ich die da so sehe, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine typische Influencer-Scheiße, ehrlich gesagt. Also vielleicht macht die das, kann ja sein, aber die weiß auch ganz genau, dass sie mit solchen Themen immer in so Podcasts wie unseren, die die Welt bewegen, landen wird, und deswegen macht die das für die ganze Aufmerksamkeit. Also deswegen erzählt sie das dann auch so, weil sie könnte es ja auch machen und sagen, das ist mein süßes Geheimnis, Prost, und im stillen Kämmerlein abzapfen, aber dann so komische Gesundheitstipps zu geben, das spielt doch einfach nur mit diesen Anzüglichkeiten, und dass so vier Deppen wie wir jetzt darauf so abfahren und sagen, wie geil, die hätte ich gerne als Nachbarin. Ja, also dass das extrem seriös ist, sieht man ja auch daran, dass das die bekannte Metro und Daily Record irgendwie veröffentlicht haben, zwei verschiedene Zeitungen, Online-Medien, die ich da gefunden habe, also sind ja auch eben bekannt. Ja. Metro liegt immer in der Metro, in den U-Bahnen, oder? Das sind doch so diese Gratisblättchen. Ja, aber es ist schon, also das Niveau ist damit definitiv geschrottet. Na gut, dann würde ich sagen, du hast die Aufgabe, Tracy Smith auszurufen und bei Twitter anzutexten. Tracy Kiss. Und mal Kiss. Achso, Tracy Smith war eine Kollegin von mir, als ich in meinem Austauschjahr in Amerika war, eine Freundin. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht auch macht heutzutage, aber ich glaube nicht. Ja, haben wir noch was beizufügen? Der Beef, der schüttelt sich schon. Ich weiß nicht, ob du die Produktion ankurbeln möchtest oder ob du jetzt einfach nur genug Smoothie getrunken hast und dich widerlich abwendest. Aber ich war ja schon geboostert vorher. Ja. Insofern. Ja, sind wir das eigentlich alle? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, sehr gut. Muss man das hier sagen? Aber wir sind es. Muss man nicht. Ja, in dem Zusammenhang war eine geile Sache. Also das ist jetzt doch noch mal Corona, aber nur zum Abschluss. Manchmal weiß man ja auch nicht, wie man sich verhalten soll, weil bei den Boostern, da wurde ja immer empfohlen, wenn du BioNTech hast, das jetzt mit Moderna zu machen.
Und so beraten die ja dann auch, weil das angeblich besser ist. Und jetzt kurz, ich weiß nicht wann genau, jetzt ganz kurzfristig kam die STIKO um die Ecke und hat dann gesagt, nee, ist doch besser, vielleicht bei einem zu bleiben. Ist das so? Kamen sie damit um die Ecke? Ja, hat man mir zugerufen kurz vor der Sendung. Ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze. Und das finde ich dann schon immer, da fühlt sich auch irgendwann verarscht. Irgendwann werden sie auch sagen, ja, euch wächst doch ein dritter Arm und so, ne? Also man weiß es alles nicht. Man weiß es nicht. Es gibt jedenfalls jede Menge Studien dazu und insofern weiß der Teufel, was die STIKO jetzt wieder geritten hat oder wer. Ja, aber die sind für mich schon eine Instanz, muss ich sagen. Also ja. Gut. Können wir auch rausschneiden, den Scheiß. Aber ja, scheiße hier. Ja, ich sag mal von der anderen Seite, also ich habe mir in meinem Leben, ich habe ja schon mehrere Impfungen gekriegt, jetzt auch vor Corona, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht um den jeweiligen Stoff, also was ich da gekriegt habe oder wer es hergestellt hat. Ja. Ich glaube, da wird auch so ein bisschen... Eine ganz neue Diskussion. Ja, da wird auch so ein bisschen das heiß geredet und wie gesagt, gibt es ja auch genug Deppen, die im Internet meinen, sie sind selbstberufene Fachleute. Du, Beef, das hat ja zwei Gründe. Der eine ist, dass es ganz neu ist tatsächlich, das ist ja ein Fakt, das wurde jetzt noch nicht jahrzehntelang an irgendwelchen Leuten getestet, die sich nicht wehren können. Und das ist ja auch durch diesen mRNA-Part, was auch ein ganz neuartiger Impfstoff ist, anders als die anderen, ja, die du wahrscheinlich bisher gekriegt hast. Ja, wird aber auch an mRNA-Impfstoff wird auch schon seit den 90er Jahren geforscht. Also ganz neu ist dann auch immer relativ. Aber egal, also es ist jetzt, ist ja wurscht. Ja, vor allem, ganz ehrlich, wann hat das angefangen mit den Handys? Auch so in den 90ern, letztendlich späte 90er, Anfang 2000er. Da haben die Leute irgendwann ihr Handy und zu guter Letzt ihr Smartphone auch benutzt, bevor klar war, ob das vielleicht irgendwann irgendwelche Folgeschäden verursacht. Ja, hat es am Ende nicht. Ja, also ich finde, sich so irgendwie so Elektrozeug ans Ohr zu halten, ja, wenn es ist ja auch, kann man telefonieren, ist ja ein Mehrwert, ja. Und bei so Impfungen, ist der Mehrwert halt abstrakt. Ja, da muss man sich dann anders motivieren. Dadurch, dass man eben nicht abnippelt oder so. Und das ist halt die Gratifikation, wie der Wissenschaftler sagt, kommt halt beim Smartphone direkter. Ja, auch wenn es dir vielleicht hier den Smoothie wegstrahlt in der Hosentasche. Und bei so einer Spritze, die ja per se erstmal unangenehm ist, ja, es ist dann abstrakt. Du kannst jetzt so ganz langsam runterregeln und ausblenden. Ja, ich regle jetzt runter, aber ich noch mit einem Knaller hier, damit sich diese ganze Impfdiskussion, die ich selber angestoßen habe, enden, mache ich nur so eine ganz kurze Frage und bitte euch um eine Ja- oder Nein-Antwort. Seid ihr für die Impfpflicht, Prollo? Ja. Ja. Zucht und Ordnung. Stand jetzt mit den kurzen Laufzeiten der Impfungen, nein, weil ich die pflichtgemäß morgen stattfindet, ist übermorgen. Wir begrüßen Sie in der weiteren Folge. Und jetzt sehen wir das ganze Problem dieses Podcasts. Ich habe um eine Ja- und Nein-Antwort gebeten und der Herr Sammer führt wieder 2 Minuten aus. Aber danke, ich schließe mich dir trotzdem an. Ich bin auch bei Nein. Also in diesem Sinne. 15 Silben gebraucht, um zum Nein zu kommen. Ich liebe diesen Mann. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss. Bis dann.